ist Amerikanerin. Und ich habe ihr mal gesagt, ich habe den Eindruck, dass ein Amerikaner mindestens so viel wert ist wie 10 Iraker. Und dann hat sie gesagt, so ein Quatsch. Ein Amerikaner ist so viel wert wie 1000 Iraker. Und sie war genauso traurig darüber wie ich. Woher kommt diese verschobene Wahrnehmung? Sind wir da einfach einer Kriegsmarketingmaschinerie erlegen? Weil wir alle wissen ja sozusagen aus unserem normalen Leben, dass dieses Leben so viel wert ist wie jenes Leben. Warum wirkt das bei uns anders? Ich glaube, dass wir uns mit einer in einer Lebenslüge sehr bequem eingerichtet haben. Und diese Lebenslüge heißt eben, die anderen, wir sind die Guten, wir sind die Edlen, wir sind die Hilfreichen. Und die Wirklichkeit ist anders. Und das ist natürlich schwierig, nach einer so fröhlichen Sendung so ernste Dinge zu sagen. Aber es ist alles Teil des Lebens, also insofern passt das schon her. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt. Und man muss das einfach mal festhalten. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite die Vergangenheit bewältigen, aber man muss auch die Gegenwart bewältigen. Und wenn man über die Opfer von Al-Qaida spricht, und ich wiederhole nochmal, für mich sind Al-Qaida Täter, Mörder, dann muss man auch über die Opfer der westlichen Politik im Irak und in Afghanistan sprechen. Ich will es nicht künstlich runterbrechen, aber... Ich will das weder verharmlosen noch künstlich vereinfachen, nur um eine einfache Frage zu stellen. Macht es uns Angst, weil es uns so fremd ist? Und wäre eigentlich das Beste, wenn man sich mehr austauschen würde, mehr voneinander wüsste? Ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, dass die meisten Menschen, die über diese Länder sprechen, die über den Irak sprechen oder über Afghanistan sprechen, noch nie in diesen Ländern waren. Das zentrale Problem der Politik unserer Tage ist, dass kein einziger amerikanischer Politiker jemals eine Woche oder 5 Tage, wie ich mir das erlaubt habe, in einer irakischen Familie verbracht hat. Kein einziger französischer Politiker war einmal 5 Tage in einer irakischen oder auch afghanischen Familie. Und auch kein deutscher Politiker. Ist ja viel, und das ist das Kern. Die werden eingeflogen, dann wird da ein bisschen Zauber gemacht, sodass alles schön sauber aussieht. Dann gibt es eine Pressekonferenz, dann fliegen die wieder nach Hause. Ich habe das in Ramadi, wo ich war, selber erlebt. Da gab es einen ganz streng militärisch abgesicherten Bereich. Da wurden amerikanische Senatoren eingeflogen, 2 Stunden. Und die sagten dann, die Elektrizitätsversorgung ist fabelhaft, den Menschen geht's gut. Gekämpft wird hier nicht mehr. Und ich habe dann nachts oben am Himmel gesehen, wie Hubschrauber geschossen haben. Und die Elektrizitätsversorgung war so, dass ich wie fast alle Iraker nachts im Freien übernachten musste. Das heißt, wir haben alle auf Wiesen übernachtet, weil es eben keine Elektrizitätsversorgung gibt. Weil es im Haus nicht auszuhalten ist wegen der Hitze. Ja, weil wir 50 Grad Temperatur hatten. Wenn Sie selbst Informationen von dort bekommen, in der Hauptsache ja von Journalisten, wir alle leben von den Informationen, die Journalisten uns bringen, glauben Sie denen? Es gibt unter Ihren Zuschauern heute Abend keinen einzigen, der jemals den wahren Krieg im Irak gesehen hat. Und jetzt muss ich nochmal Zahlen zur Hilfe nehmen. Es gibt im Irak etwa 100.000 richtige Widerstandskämpfer, Freiheitskämpfer, die keine Zivilisten umbringen, sondern die gegen die Besatzung der Amerikaner kämpfen. Und es gibt 1.000, also ein Hundertstel, 1.000 Al-Qaida-Kämpfer. Und diese Al-Qaida-Kämpfer, sagte ich Ihnen vorhin schon, sind für mich Mörder. Sie sind übrigens zu 80-90% keine Iraker, sondern sie sind Ausländer. Das sagt selbst die amerikanische Militärführung. Und es gibt... Und jetzt führe ich Sie in die Details dieses Krieges ein. Es gibt jeden Tag durchschnittlich etwa 100 Aktionen der amerikanischen Besatzung. Das sind Razzien, Schießereien, Bombardierungen. Ich habe einige davon selber erlebt. Und es gibt auch etwa 100 Aktionen des Widerstandes. Dieses Widerstandes, der nur gegen die Amerikaner kämpft und der nie gegen Zivilpersonen kämpft und der Al-Qaida verachtet und der mit denen nichts zu tun haben will. Und jetzt frage ich Sie, was sehen Sie im Fernsehen?
Sie sehen nicht die 100 Aktionen der Widerstandskämpfer. Sie sehen nicht die 100 Aktionen der amerikanischen Truppen. Sie sehen die ein oder zwei oder drei widerlichen Selbstmordattentate ausländischer Terroristen. Und warum sehen Sie die im Fernsehen? Sie sehen die im Fernsehen, weil die amerikanische Regierung diese Selbstmordanschläge der 1000 Al-Qaida-Terroristen im Irak braucht, um diesen Krieg in Amerika rechtfertigen zu können. Das heißt, Sie sehen nicht den Wahren. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs nochmal zur Seite kommen. Sie haben gesagt, dicke Kumpels sind Sie nicht geworden. Aber vermutlich wissen Sie doch, wovon der träumt, was der gerne möchte. Können Sie mir sagen, wovon er träumt? Und glauben Sie, zweiter Teil der Frage, dass die Träume mal in Erfüllung gehen? Said träumt davon, dass es in seinem Land Frieden gibt. Said träumt davon, dass er einen richtig tollen Job bekommt. Und da Said Fußballer ist, träumt er davon, dass er einmal bei einem ganz großen Fußballspiel im Westen dabei sein kann. Er hat ganz bescheidene Träume und immer wenn ich ihm gesagt habe, und er träumt von einer großen Familie. Mhm. Er würde eine, er ist Sunnit, er würde eine Schiitin heiraten, er würde auch eine Christin heiraten. Mhm. Und als ich ihn zum Beispiel gefragt habe, würdest du eine Schiitin heiraten oder würdest du eine Christin heiraten, dann hat er gesagt, ihr habt Fragen im Westen. Dieser Junge, der 22 Jahre alt ist, der diesen Krieg nie gewollt hat, der hat dieselben Träume wie Sie. Der möchte wie Sie bei einem spannenden Fußballspiel dabei sein und eine große Familie haben mit einer lieben Frau. Mhm. Herr Todenhöfer, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie erneut zu mir in die Sendung gekommen sind. Ich finde das ganz beeindruckend, wie Sie sich da engagieren. Und ich weiß, dass das sehr beeindruckend zu lesen ist, was Sie da niedergeschrieben haben. Das Buch heißt, Warum tötest du Said? Dr. Jürgen Todenhöfer. Danke.